Ah, ich habe noch ehrlich gesagt richtig wenig April-Scherz heute gehört. Ich glaube, deswegen musste ich gerade selber mir den Tag versüßen mit schlechten April-Scherzen. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Minewar. Ist das Mikrofon zu laut? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Das sollte aber eigentlich alles gut sein und passen. So, zack und zack. Ja, ich werde morgen meinen Kanal schließen. Ich habe keinen Bock mehr, weil es hier keine Currywurst gibt auf YouTube. Ja? Nein, Spaß. April, April. Ach Leute, wie oft? Ich weiß gar nicht. Ich habe heute noch gar nicht so oft in meine Abo-Box geschaut, aber ich denke mal, das ist ja ein Klassiker. Ich schließe meinen Kanal am 1. April und alle fallen drauf rein. Der Klassiker schlechthin. Womit kann ich euch denn heute nochmal hier verarschen? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ihr verarscht werden wollt, dann, Moment, ich muss erstmal hier den Kampf. Dann denke ich mir nochmal kurz etwas total Kreatives aus. Und zwar, bitte, das müsst ihr mir unbedingt glauben. Das müsst ihr mir unbedingt glauben. Heute am 1. April ist alles so glaubhaft. Ich bin gar nicht männlich, ich bin weiblich. Und ich bin Manuel Neuer. Ja. Nein, Moment mal. Oh, der 1. April. Der 1. April. Oh, was macht ihr mit meinem Teamkollegen? Oh, hier kommen sie aber jetzt alle, ne? Jetzt wollen sie es aber hier gerne wissen. Jetzt. Du kommst mal mit, Kollege. Dich schnapp ich mir. Zack. Habe ich schön wieder ein Level nämlich bekommen. Schlagt mich ruhig tot. Na gut, das ist natürlich für die Teamherzen nicht gerade gut, denn... Aber wir führen noch. Ich sollte einfach mal etwas mehr aufpassen, mal meinen Brain anstrengen. Ja, ja, morgen gibt es übrigens auf gommad.net einen neuen Spielmodus. Und zwar wird es morgen einen Spielmodus geben. Da könnt ihr euer komplett eigenes Spiel in Minecraft selber bauen und das anderen anbieten. April, April, oh Mann, Leute. Ah, ich habe noch ehrlich gesagt richtig wenig April-Scherze heute gehört. Ich glaube, deswegen musste ich gerade selber mir den Tag versüßen mit schlechten April-Scherzen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was so der April-Scherz war, wo ihr heute drauf reingefallen seid. Das würde mich mal echt interessieren. Zack, da hole ich mir einen Kill und du kommst auch direkt mit. Und du da drüben, du hast gar keinen Spawnschutz mehr. Das finde ich ja klasse. Da kriegen wir schon ein Eisenschwert. Jetzt läuft. Jetzt kommen da auch noch zwei auf einmal, ne? Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Oh, die Pfeile, die fliegen. Einmal verzaubert, zweimal, dreimal. Verbrennung und Schärfe. Schärfe 2. Alter Falter. Nein. Nein. Nein, ich will hier noch nicht sterben. Aua. Mist! Ich konnte nicht einen Gegner mit meinem tollen Schwert töten. Nicht einen einzigen. Das ist doch hier ein schlechter April-Scherz alles. Das muss ja so sein. Ah ne. Hoppala, hallo. Du kommst schön her, Freundchen. Zack! Und er schnappt sich die Items. Na super. Ich glaube, dass ich mir mal meinen Bogen verzauber. Schlag 2 und Flamme 1. Das ist schon mal gut. Jawoll. Da brennt er ein wenig vor sich hin. Oh Mensch, und jetzt hat er einen goldenen Apfel gegessen. So, komm. Und noch einen goldenen Apfel. Er gönnt sich die goldenen Äpfel, er hat sie einfach. Und er killt mich auch noch, er killt mich. Da kam aber eh noch ein anderer Roter, das hätte ich nicht überlebt. So, unser Team ist nicht mehr am Führen. Team Rot und Team Grün haben am meisten Herzen. Sind die zufällig irgendwie im Clan? Nee. Mist. Ich muss mich jetzt mal irgendwie gut equippen.
solange wir noch Herz haben, mal probieren, jetzt irgendwie einen richtig langen Lauf hinzukriegen. Doch, immer dieses Weglaufen und dann regenerieren, das ist echt. Jawohl, ein Kill. Ich möchte jetzt meine Eisenrüstung mir hier verdienen. Ich bin der Einzelkämpfer hier am Rand. Shop. Goldene Äpfel. Oh, wir haben ja richtig viele Pfeile. Alter, nee, so dicht wollte ich dann nicht in die Base rein. Das wird mir dann doch zu gefährlich. Apropos Mine War. Wir haben, also das Serverteam, veranstaltet am Wochenende wie ein YouTuber-Event. Wie, unser Team hat keine Leben mehr. Das gibt's doch gar nicht. Wir veranstalten ein YouTuber-Event, weil es neue Karten gibt. Also da dürft ihr euch schon bald auf Neues freuen. So, ich bin jetzt hier Einzelkämpfer gefühlt. Oh, oh, oh. Team Blau hat nur noch 2 Spieler? Ach, die anderen sind schon alle raus. Team Gelb aber wir auch noch. Also ein anderer neben mir lebt noch aus meinem Team. Da vorne ist noch der Blaue. Komm, lass dich doch von mir töten. Lass dich doch von mir töten. Lass dich doch bitte von mir töten. Hat ja sogar ganz gute Sachen. Komm schon. Ja. Okay, Leute. Okay, okay. Da kommt noch ein Grüner. Oh, die blöden Creeper. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Er bekommt uns. Ah, Mist! Da sind wir raus. Neue Runde. Neue Runde, neue Runde. Das wird schwierig, Leute. Ich brauche Hilfe. Teampartner. Der hat einen Flammenbogen. Der hat mir 9 Herzen. Der hat mir 9 Herzen abgezogen mit einem Schuss. So, Leute. Und weiter geht es. Wir holen uns unser Equipment. Ich hatte gerade schon so ein paar Runden und die waren nicht ganz so erfolgreich. Die habe ich jetzt mal weggelassen. Deswegen probiere ich es jetzt weiterhin. Vielleicht komme ich ja hier mal weit. Es ist ja immer so eine Teamsache. Wie lange hält man als Team auch durch? Da habe ich mich eben auch schon gefragt, gibt es hier irgendwelche Strategien? Also, ja, Strategien gibt es immer, aber wirklich effektive. Zum Beispiel, man muss immer, wenn man ein Level hat, irgendwie direkt verzaubern gehen. Aber die beste ist wohl einfach gut werden im PvP, damit man sowas hier gewinnt. Mist, guck mal, die hätte ich beinahe bekommen. Das wäre so schön gewesen. Hätte ich direkt 2 Herzen gehabt. Jetzt habe ich ein Level. Wir sind Team Rot. Das gibt's nicht. Und jetzt kommen da die Grünen und... Ach Mist, warum konnten gerade 3 Rote auf einmal von uns sterben und keiner hat was gegen die gemacht? Ich hatte keine Waffen. Ich wollte mir gerade welche holen. Und die Grünen, die holen sich jetzt hier die... Okay. Eisenschwert. Uiuiuiuiuiuiui. So was Wertvolles darf ich meine Hand halten. Geil. Rückstoß. Ich hasse Rückstoß. Ich möchte die Gegner ja nicht wegstoßen von mir. Aua. Ach komm. Oh, jetzt holt er sich das Eisenschwert. So. Ich kann auch mega defensiv versuchen vorzugehen. Halt einfach nicht sterben. So. Den haben wir. Shop, goldene Äpfel. Ich glaube, man muss einfach hier auch immer einen goldenen Apfel-Intus haben. Guck, da ist schon der nächste Gegner. Er läuft aber an uns vorbei. Er rennt weiter. Er möchte direkt in unsere Base. Komm. Ja. Hab ich den gerade gekillt? Ich glaube schon. So, kommt. Noch einen goldenen Apfel gönnen. Ich sehe keine Gegner, aber der Kompass, der zeigt schon wieder auf welche. Und da vorne, da kämpfen sie. Da kämpfen sie. So. Und auf geht es. Wartet mal, wartet mal.
Ja? Jawoll! Leute. Leute, Leute, Leute. Eisenschwert. Okay, wir müssen mal hier runter. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, Leute, 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 ich habe ein gutes Gefühl. Wir müssen schnell goldene Äpfel kaufen. Klar, warum denke ich denn da nicht dran? Warum denke ich denn da nicht dran? Und weg hier! Ich habe einen Goldhelm! Ich freue mich, ich hatte das Gefühl noch nie in meinem Leben, dass ich mal einen Goldhelm habe. Oh. Wir sind immer noch Team Rot, okay. Von wo werde ich denn beschossen? Von wo werde ich hier beschossen? Von da vorne? Ich weiß es nicht. Ich bin mir... Ah, guck mal, Team Grün. Aber der hat keinen Spawnschutz. Das ist das Problem. Nee, da gehe ich nicht rauf. Da gehe ich jetzt... Warte, wir warten mal. Soll ich mal hier warten? Ist das eigentlich schlau? Okay, er läuft aber vor uns weg. Also insofern... Ist das dann doch nicht so gut? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Dein Eisenschwert. Ich verzauber jetzt meins auch. Oh, nee. Nee, ich auf Flammenbogen habe ich überhaupt keinen Bock gerade. Da ist ein blauer. Den schnappe ich mir. Ja. Ich habe einfach jetzt alles raufgehauen auf das Schwert. Ich muss irgendwo hin, wo meine Teamkollegen sind. Ich sehe sie nur nicht. Ich glaube, das ist hier meine Teamrichtung. Ich laufe geradeaus, so. Das ist doch nicht meine Teamrichtung. Hier sind überall Blaue. Überall. Oh, ich hab Flamme. So, guckt mal hier, wie ich gerade die Gegner alle... Nein! Nein! Und genau dann bekommt er mich. Dann bekommt er mich. Ach Leute, ihr seht schon, ich muss da auf jeden Fall ein bisschen besser noch drin werden. Aber ich bin relativ wenig gestorben. Also insofern hat mein Team jetzt etwas... ich möchte keine Schuld abweisen komplett von mir. Ich bin ja auch ordentlich gestorben, aber trotzdem, ne? Es ist, wie es ist. Wir sind raus und... Mist, es ist ein Teamspiel. Wenn man hier mit dem Clan spielt, da kann man bestimmt so aufräumen. Und das gibt hier manche auch, wie ich gerade sehe, im Clan. Ah, schade. Aber, Leute, wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, was so der April-Scherz war, der euch am meisten reingelegt hat. Oder welchen ihr gemacht habt bei irgendwelchen Freunden, könnt ihr auch sagen. Und ob das geklappt hat. Das würde mich interessieren. Und wenn ihr eine Strategie zufällig noch wisst für Mine War, auch am liebsten unten in die Kommentare. Leute, ansonsten haut da rein. Ist ein etwas kürzeres Video. Aber ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein und tschö mit Ö.